Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu SCP Containment Breach. Im letzten Part bin ich gestorben. Und SCP-173 ist wieder hinter mir. Und ich habe Angst. Auch oh, schon so ein Raum, aber da ist nichts drin. Ich habe schon gesehen, da ist nichts drin. Oder? Angeblich ist er leer, okay. Okay. Ich habe mir schon eine Gasmaske besorgt. Ich musste leider das Game nochmal neu anfangen. Das Safe Game geht irgendwie nicht mehr. Ich fahre die ganze Zeit durch den Boden. Leider. Ich habe Angst. Mach die Tür zu. Idiot. Erstmal F7 drücken und dann durchrennen. Meine Fresse. Mein Gott, SCP-173 ist im Haus. Egal, da gehe ich jetzt nicht lang. Du Pisser. Gab ja noch einen anderen Weg, da gehe ich nicht mehr lang. Hä? Auf der Kamera war er nicht zu sehen. Ich dachte gerade, die Tür wäre hier aufgegangen. Ah, okay, das ist so ein Raum wieder. Da muss ich hier drücken, zack. Und SCP versteckt sich gerne mal hier, aber hier ist er gerade nicht. Sehr schön. So, Tür zu und Tür auf. Mal drücken kurz, F5 zum Schnellspeichern. Hier zwischendurch. Ah. Das Geräusch, was das war glaube ich 186 oder 68, wie hieß er nochmal? 182, glaube ich, ne? Ich meine schon. Das ist auch so ein Vieh, was escaped ist hier. Was ist jetzt hier eigentlich? Die ganze Zeit diese gleichen Räume an. Ich bin wahrscheinlich in so einem. Fuck, Alter. Bin ich wieder in so einem Raum? Okay. Alles klar. Ah, Fucker. Weiß das einer, was das ist? Dass die Türen einfach so zufallen und solche Geräusche machen? Alter, erschreck mich nicht so. Aber ich habe sehr Schönes gesehen. Yeah! Wunderschöne Maschine. Ich hatte eine Level 2 Keykarte. Also besorge ich mir mal kurz eine. Dann können wir hier rein. Das möchte ich nämlich gerne so machen, nachdem wir ein bisschen Fortschritt haben in dem Game. Ich möchte es nämlich auch mal langsam durchzocken. Bis gleich, Leute. So, Leute, da geht's auch schon weiter. Ich habe jetzt eine Level 2 Keycard und die dürft uns hier reinbringen. Genau. Und das, meine Freunde, ist die Maschine. Wie hieß er nochmal? Stand die gerade? Die hässliche Tür. Alles, was man in die Maschine reinschmeißt, verändert je nachdem, was man für Eigenschaften wählt, seine jeweiligen, naja, Eigenschaften jeweils, ne? Zum Beispiel könnte ich jetzt einfach sagen, SCP-984 ist das. Jetzt könnte ich einfach meine Maske reinlegen. Hier, die Gasmaske. Zack, einfach reinschmeißen. Ne, nicht so. Hier so reingehen und dann reinschmeißen. Zack. You take off the. Ne, möchte ich ja gar nicht. Hier, rein damit. Dann gehe ich hier hin. Drehe den einfach auf very fine. Und dann drehe ich den hier. Dann gehen beide Türen zu. Wir können da mal was ausprobieren. Da wollte ich schon immer mal wissen, was passiert, wenn ich mich da reinstelle, während die Maschine arbeitet. Die meinten, man soll da niemals irgendwas reintun, eigentlich. Und da ist meine Gasmaske. Und. You put on the gas mask, it feels. Die Gasmaske bringt mir jetzt, glaube ich, unendlich Sprint. Das ist sehr geil. Ich glaube, die Batterien töten mich, wenn ich die reinlege. Naja. First Aid Kit könnte man auch noch reinlegen, keine Ahnung. Ich versuche es jetzt einfach erstmal mit der Karte. Gut, mal blinzeln hier, Game speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn ich die Karte rein tue, die direkt im Level 5 ist, aber ich werde es jetzt mal einfach versuchen auf Fein. So, Fein. So, dann schauen wir mal. Weil wenn ich nämlich jetzt hier auf Very Fine stelle, ne, ist ja klar, dann habe ich auf einmal, glaube ich, nicht den Effekt, den ich eigentlich haben wollte. Mal schauen, was so rauskommt. Und was haben wir? Ja, oh, eine Pokerkarte. Leck mich. Okay, Leute, neuer Versuch. Ich habe jetzt nicht irgendwie die Karte wieder beigeschietet. Ja, wie gesagt, ich möchte hier ein bisschen Progress haben. 1 zu 1 wäre normal. Wenn ich auf Fein stelle, war nicht so ein toller Effekt. Aber auf Very Fine, mal schauen.
Es sei denn, wir müssen die einmal runterstellen und dann wieder hoch. Das schauen wir als nächstes. Na komm. Hier liegt noch die Playcard. Keine Ahnung, wo die herkommt. Na komm. Yes, es hat's gebracht. Keycard Omni, ich habe die beste Karte im Game. Oh. Yes, sehr nice. Okay, jetzt müssen wir nur noch überleben. Ah. Warte. Ah, genau so. Ich schließe mal die Tür einfach wieder ab, wer weiß. Blinzeln F5. Glaub. Hier links ging's lang, ne? Durch den Raum und dann immer so ein bisschen weiter, weil da war nämlich so ein schöner Raum. So. Ne, warte, ich mach nochmal die Tür zu. Ich will nur sicher sein, dass ich nicht irgendwie spontan gewaped werde. Weil ich da spontan auch nichts gegen hätte, aber. Naja. Das war jetzt komisch. Wo kam ich denn? Hier offensichtlich nicht. Oh, eine Brücke. Hier? Maybe? I don't know. Hilfe? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Alles klar. Hi, Quietschin. Oh, jetzt kommen wir in diesen... Oh, oh. Nope. Nicht, dass er gleich wieder SCP... Halt die Schnauze! Der Zombie-Virus! Ey, Zombie-Virus, wie geht's hier? Alles klar bei dir? Was, eine nette Keycard? Ja, komm, mach zu. Ich werde den jetzt natürlich nicht aufnehmen, ist ja klar. Ich bin noch nicht wahnsinnig. SCP-008. Da könnt ihr das nachlesen, was das genau ist. Hallo? Hier steht, glaube ich, auch nichts was nicht dabei, ne? Warum lädt denn der so lange, wenn ich hier draufklicke? Hilfe. Okay. Alles klar. Aber die hatten hier so ein Biohazard-Suit drin, den würde ich wohl gerne mitnehmen. Ich könnte es euch demonstrieren, aber ich weiß nicht, ob das dann so gut ist. Weil die hier konntest du ja normalerweise nicht rein, außer du machst jetzt hier No-Clip, so wie ich aus Versehen. No-Clip und so. Dann gehst du hier rein. Ich weiß es nicht genau. No-Clip off. So. Dann kann ich jetzt drücken, dann kann ich die Tür zum Beispiel zumachen und die geht zum Glück jetzt auf. Alter! Alter, hat mich der scheiß Anzug erschrocken. Fuck me. Hallo? Okay. Ich zieh mal einfach den Suit an. Man weiß ja nie. Und jetzt kann ich hingehen so, hey, hallo. Nichts passiert. Weil normalerweise, wenn ich den Suit jetzt ablegen würde und das dann explodiert, dann würde mir das wehtun und das wäre nicht so schön. Und dann wäre ich nämlich mit diesem komischen Virus infiziert und das wäre, glaube ich, nicht so schön. Ich weiß nicht. Seit wann kommt man hier in so raus? Ach so, ja klar, ist ja der Vorraum. Hüps. Neintchen, alles klar bei dir? Mach mal Bild. Ja, Fünnchen. Fresse. Okay. SCP Containment Breach. Ich mag es so sehr. Lololo. Hoffentlich finden wir nicht noch ein schlimmes SCP, damit ich weinen muss. Na na na, wo ist er denn, der kleine Larry? Hey Larry. Nein! Alter! Nee, nee! Das war ein Scherz, Alter! Fuck! Nein, 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 geh auf Tür. Das war ein Scherz, Alter. Fuck!
Nein, ich mach doch die Tür damit zu, Alter. Oh, nein, 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 nein. Alter, ich bin ja auch noch hier. Was ist hier drin? Genau, hier ist der Jadering drin, ne? Und das Buch of the Seas. Da holen wir uns gleich. Solange die Musik spielt, nicht in meinem Rasen. Keine Ahnung. Hilfe, Hilfe! Ist er weg? Alter. Alter! Boah! Radical fucking Larry, nicht mit mir, mein Freund. Boah. Ey, das war jetzt auch einfach zu geil, weißt du? So, hier war, glaube ich, der Ring drin. Ein Ring, sie zu knechten. Sie alle zu... Okay, das war doch nicht der Ring. Hi, SCP. Ich habe gehört, du hast das Fenster schon aufgemacht. Das freut mich für dich, mein Freund. Da gib mir aber trotzdem mal ganz kurz die fucking Kika. Wow. Okay. Ja, dann müssen wir wieder zurück, ne? Habe ich den S-Navigator auf Doom? Ne, habe ich nicht. Ach, scheiß doch da unten drauf. Naja, ich weiß, dass du da bist, SCP. 173, du bist mein bester Freund, da weiß ich. Er wollte. Der ist wie so ein. Keine Ahnung, hast du nicht gesehen? So ein typisches Arschloch. Wie so der Nachbar, der einfach. Keine Ahnung. Den Nachbar, den man nie wahrhaben wollte. So einer ist der. Der dir die Milch auch noch auf den Keller klaut. Genauso ist das. Ruhig, SCP. Ich mach dich aus. Ich schwör's dir, ich hab Schied. Ich weiß ja nicht, wie schnell er sich bewegt, ne? Und mein Sprint ist schon wieder leer. Einfach mal die ganze Zeit in die Richtung gucken. Boah, dann machen wir hier die Tür auf. Ja, halt die Fresselampe. Die will eh keiner haben. Dankeschön. Und F5. Zack. So, lalala. Alter, was ist das hier für ein... Ah, komm. Leck mich. Ich will hier nicht hin. Ich geh hier lang. Ey, nee. Alter, wir haben aber eine kleine Rundführung gemacht anscheinend. Ja, ist so perfekt zum Aufhören hier, nicht wahr? Ja, wir sind wieder am Anfang. Okay. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieser Part heute gefallen von SCP Containment Breach. Und wir wissen für die Zukunft, F5 schon mal drücken, niemand mit Radical Larry anlegen, denn er könnte euch mal ganz schnell auf den Sack geben. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat es heute gefallen und meine Finger schwitzen übelst. Ey, meine ganze Hand ist noch. Was ist denn hier los? Wieso beim nächsten Mal wieder, Leute? Bis dahin, haut rein und ciao, ne?